Im Frühjahr 1947 bemerkten 6 skandinavische Forscher ein seltsames Phänomen, als sie den Pazifischen Ozean überquerten. Immer wieder fanden sie kleine Tintenfische, die eigentlich tief unter Wasser leben, auf dem Dach ihres Bootes. Die Besatzung war verblüfft, bis sie sahen, wie die Tintenfische etwa 50 Meter über dem Meer schwebten. An Land wollte man das den Entdeckern kaum glauben. Es schien unmöglich, dass Meerestiere ohne Flügel und Knochen überhaupt fliegen können, geschweige denn so weit wie ein halbes Fußballfeld lang ist. Doch über die folgenden Jahrzehnte häuften sich ähnliche Berichte. Seeleute beschrieben Tintenfische, die in der Luft mit Motorbooten mithalten konnten, und Forscher berichteten, dass Tintenfische über Nacht aus ihren Becken entkamen. Und als Kameras zunehmend Verbreitung fanden, konnte man endlich Beweise für diese hochfliegenden Kopffüßer festhalten. Aber wie und warum verlassen diese Meerestiere überhaupt das Wasser? Obwohl nur wenige Tintenfischarten beim Fliegen beobachtet wurden, bewegen sich die meisten Tintenfische auf gleiche Art fort. Das Äußere des Tintenfischkörpers besteht aus einem massiven Muskelschlauch, dem Mantel. Durch kleine Öffnungen am Kopf gelangt Wasser in diesen hinein. Dann werden diese Öffnungen durch Muskelkontraktion verschlossen, wodurch das Wasser mit aller Kraft durch das Hinterteil gepumpt wird. Das macht den Mantel praktisch zu einem Miniatur-Jetpack, das die Tintenfische auf 10 Stundenkilometer beschleunigt. Auf dieselbe Weise atmen die Tintenfische auch. Die Kiemen der Tintenfische befinden sich im Inneren des Mantels und saugen den Sauerstoff aus dem Wasser. Mit Kiemen voller Luft und einem Mantel voller Wasser können die Tintenfische Räubern entkommen und selbst Beute jagen. Oder wie im Fall mancher Arten können sie die Meeresoberfläche durchbrechen und spektakulär durch die Luft fliegen. Ohne den Wasserwiderstand beschleunigt ein Tintenfisch so schnell wie ein Auto, dass es von 0 auf 100 km/h in knapp über einer Sekunde schafft. Mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern erzeugen Tintenfische rasch aerodynamischen Auftrieb. Aber um in der Luft zu bleiben, brauchen sie so etwas wie Flügel. Zum Glück hat unser fliegender Kopffüßer einen Plan. Die Tintenfischarme sind muskuläre Hydrostate, das heißt, das Gewebe kann sich durch Muskelspannung verfestigen. Indem er seine Arme ausbreitet, verwandelt der Tintenfisch sie in bewegliche, flügelartige Strukturen, die seinen Flug stabilisieren. Am anderen Ende seines Körpers dienen 2 Flossen, die er normalerweise zum Schwimmen verwendet, als zweites Paar Flügel. Dreht der Tintenfisch diese Flossen nach unten, kann er sich stromlinienförmig machen und wieder ins Wasser eintauchen. Es gibt allerdings zu wenige Beobachtungen, um zu bestimmen, wie die typische Flugbahn eines Tintenfisches aussieht. Seiner Fluggeschwindigkeit nach kann sich ein 10 cm großer Tintenfisch wohl 6 Meter über das Wasser erheben. Aber nach dem, was Wissenschaftler gesehen haben, gleiten Tintenfische in der Regel nahe der Oberfläche. Diese Flugbahn ermöglicht es ihnen, bei ein paar Sekunden in der Luft die größtmögliche horizontale Distanz zurückzulegen. Das macht es außerdem einfach, schnell wieder abzutauchen, um nachzutanken oder Raubvögeln zu entkommen. Aber warum fliegen Tintenfische überhaupt? Laut den führenden Theorien ist das Fliegen ein Fluchtverhalten, da fliegende Tintenfische meist vor einem Räuber oder Schiff in der Nähe zu fliehen scheinen. Andere Annahmen besagen, ihr Fliegen könnte eine energiesparende Migrationsstrategie sein, da es weniger Energie erfordert, sich schnell durch die Luft zu bewegen als durch Wasser. Es wäre aber auch möglich, dass das Erlernen des Fliegens ein wichtiger Teil des Überlebens während des Heranwachsens ist. Die kleineren, jungen Tintenfische können scheinbar schneller und weiter fliegen als ihre großen Artgenossen. Und da erwachsene Tintenfische dazu neigen, Jungtiere zu fressen, kann das Aufsteigen über die Wellen dazu beitragen, dass junge Tintenfische auch länger noch fliegen können. Lerne mit diesen Videos noch mehr und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.